So, herzlich willkommen zurück zum Live-Trading TV von JFD. Zunächst erst einmal noch der Hinweis wieder der Risikobelehrung. Meine Analysen stellen keine Anlageberatung dar, sondern ist nur meine eigene Meinung, wie der Chartverlauf sein könnte. Und jeder trägt sein eigenes Risiko. So, kommen wir zum DAX. Was ist nun bisher geschehen? Heute Morgen öffnete der DAX relativ schwach, kämpfte um die 9.800 Punkte-Marke. Nachdem die durchbrochen worden ist, gab es einen Rücksetzer bis zur ehemaligen Ausbruchsmarke bei 9.750. Heute Morgen in dem Live-Video wurde hier erwähnt, hier könnte man eine Long-Position eingehen und die zweite Anlaufstelle wäre etwas tiefer gewesen. Doch er nahm schon, sag ich mal, bei dem größeren, markanteren Widerstand kamen die Bullen zurück und der DAX kämpft nun wieder um das erste Kursziel von 9.850. Also man konnte ja eine Wegstrecke, sage ich mal, im Chat habe ich ja hingeschrieben, 80 Punkte könnte man mal einsacken und auf die US-Eröffnung warten. Sollte jetzt hier ein Ausbruch auf Stundenbasis oder auf 4-Stunden-Basis erfolgen, wäre das nächste Kursziel eben die 9.950. Tageschart gab es den Rücksetzer direkt an den EMA 100, der ist der dickrot, nicht EMA 10, der ist dickrot markiert. Sollte die Tageskerze weiterhin so aussehen, sollte sich der Aufwärtstrend, wie gesagt, Richtung 9.950 fortsetzen. Kommen wir kurz zu dem US-Markt. Hier habe ich den Nasdaq 100 mitgebracht. Gestern ging der Markt durch die 4.300-Punkte-Markt durch. Kam nun ein kurzer Kampf zwischen den Bären und Bullen und ist dann die zuvor ermittelte Tageswiderstandsmarke von 4.340 herangelaufen. Hier gab es sozusagen eine Umkehrkerze und einen Rücklauf bis zur 4.300-Punkte-Marke. Bis zur US-Eröffnung könnte ich mir vorstellen, wir laufen nochmal bis 4.320, maximal 25. Und dann sollte es einen zweiten Ideal, also im Idealfall einen zweiten Rücksetzer geben bis 4.275. Das würde natürlich den DAX ein bisschen Mitleidenschaft ziehen, aber er hat sich ja deutlich erholt, könnte also ruhig nochmal in Richtung 9.800 Punkte zurückfallen. Werfen wir nochmal kurz einen Blick auf die Volkswagen-Aktie. Hier ist die Beiträgermarke von gestern bei 92,55 gewesen. Konnte sich nicht über die 95 Mar Marke zunächst durchsetzen. Kleiner Rücksetzer heute früh. Und jetzt startet der Titel aktuell durch und steht ja, knapp über 96 Euro. Hier sollte man den Stopp auf jeden Fall nachsetzen und ja in diesem Bereich 96,97 Teilgewinne sichern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche allen noch einen weiteren erfolgreichen Handelstag. Ade.